Hallo Reptilienfreunde und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem Kanal. Ich bin Sven, hier ist Woody und hinter der Kamera ist mein Sohn Even. Hallo! Und heute versuchen wir mal die ganze Beleuchtungseinheit hier in mein Terrarium zu bauen. Wie ihr ja wisst, in meinem vorletzten Video war es, glaube ich, habe ich meine Beleuchtung vorgestellt. Die ganze Beleuchtung wurde mir freundlicherweise von der Firma Econlux Solar Raptor zur Verfügung gestellt. Das Ganze ist auf www.zoomonster.com. Erhältlich. Ja, und diese ganzen Sachen wollen wir heute hier einbauen und schauen, wie das Ganze funktioniert hinterher. Wie ihr seht, braucht man eine ganze Menge Material, aber da gehen wir gleich Schritt für Schritt durch. Zwei persönliche Sachen habe ich aber noch. Zum einen haben wir in unserem letzten Video, war ja das 100 Abonnenten Special. Das bedeutet, wir haben innerhalb kürzester Zeit tatsächlich 100 Leute begeistern können, so wie wir begeistert sind von unserem Bau. Und mein Sohn hat diese persönliche Visitenkarte gebastelt, die wir verlosen wollen. Jetzt haben auch viele Leute in dem Video unten in den Kommentaren was geschrieben, aber nur ein einziger hat geschrieben, dass er diese Karte haben möchte. Und um das Ganze fair zu gestalten, weil ich nicht weiß, ob die anderen nur kommentiert haben, weil sie kommentieren wollen oder die Karte haben wollen, würde ich euch bitten, die Leute, die Interesse an dieser Karte haben, schreibt wirklich, klickt nochmal, geht auf meinen Kanal, geht auf das Video. Schreibt einfach in die Kommentare, ich möchte diese Karte haben, um das Ganze wirklich fair zu machen. Und dann können wir diese Karte verlosen. Das war die erste Sache. Und die zweite Sache, für uns immer noch unbegreiflich, dass vor zwei Tagen war das oder drei Tagen war das 100. Abonnenten-Special. Und heute haben wir schon, Stand heute, 137 Leute mehr haben in der kurzen Zeit abonniert. Aber auf YouTube ist es irgendwie so, ich bekomme nur ganz selten eine Information, dass mein Kanal abonniert wurde. Meist ist es einfach nur eine Zahl, die sich da verändert und ich habe keine Möglichkeit, mal Danke zu sagen. Deswegen würde ich mich freuen, wenn diejenigen, die abonniert haben oder demnächst abonnieren wollen, schreibt einfach, wenn ihr das möchtet, unten unter dem Video, was euch dazu angereizt hat, einfach nur einen kurzen Satz. Ich habe abonniert, somit können wir hier einfach wirklich mal Danke sagen, weil das finde ich, dieses Anonyme, ich bekomme was von euch, dieses Abo, aber ich kann nicht Danke sagen. Das finde ich schade, dass das YouTube so nicht anbietet. Deswegen, ich würde mich freuen, schreibt unten drunter, ich habe abonniert, wir würden uns freuen. Ja, und jetzt starten wir einfach mal mit dem Bau. Bis gleich. Tschüss. Erstes habe ich hier oben einen 230 auf 100 Kabelkanal verbaut. Ja, auch mit so einem Abstandshülsen, weil wegen diesem Profil hier. Ja, warum diesen großen Kanal? Ich wollte ja meine ganze Elektrik, sollte ja eigentlich unten bei dem Teich, damit ich quasi die Wärme der ganzen Vorschaltgeräte nutzen kann. Dummerweise, ja, habe ich die vernünftigen Verlängerungsstecker nicht gefunden, um die ganzen Solarlampen zu verlängern. Und ja, kaputt schneiden möchte ich das Ganze auch nicht. Somit verbaue ich jetzt quasi alle Vorschaltgeräte und im Prinzip die Steuerung hier oben in den Kanal. Wird aber auch eine schöne Lösung. Man sieht hinterher nichts, es ist staubfrei und die ganze Steuerung kommt hier an die Seite. Gut, und bevor ich jetzt alles anfange zu installieren, hier mal ein kurzer Überblick. Was ist der Plan? Ich brauche einmal hier unten den Filter, den Oase Biomaster. Habe hier jetzt auch schon meine Beregnungsanlage bekommen. Also kommt hier unten, kommen zwei über einen Schalter schaltbare Steckdosen
für den Filter mit der integrierten Heizung und einmal eine Steckdose für die Beregnungsanlage. Das Ganze vernünftig auf einem Brett installiert, aber das seht ihr später. So, das ist für hier unten. Und schauen wir oben, da habe ich jetzt mal so ein bisschen provisorisch hingelegt. Was wird hier verbaut? Wir haben hinterher hier oben vier Steckdosen als Zuleitung. Wie gesagt, ich will es nicht zerschneiden. Ich bin immer ein Fan von Festanschließen, so Verlängerung in Verlängerung ist nicht so mein Ding. Aber wir machen das hier vernünftig mit Feuchtraumabzweigdosen. Wir bauen dort vernünftig Steckdosen ein. Und dann habe ich einmal den Con-Controller von der Firma Econlux, der die LED-Leiste steuert. Das Ganze wird hier oben auch so liegen bleiben, falls ich da mal was verstellen will. Und dann habe ich zweimal den Temperatur- und Luftfeuchtigkeitscontroller, jeweils immer mit drei Steckdosen. Und das Ganze wird auch in dem Kabelkanal verbaut und die Steuereinheiten werden beide hier vorne übereinander verbaut werden, so dass ich immer alles wunderbar unter Kontrolle habe. Ja, eigentlich ist es jetzt nur noch ein paar Kabel hin und her schmeißen, ein paar Löcher bohren. Ja, apropos Löcher bohren, springen wir da auch gleich nochmal hin. Was ist mein Plan? Mein Plan ist folgendermaßen. Ich werde jeweils, hatte ich ja gesagt, pro Sonnenplatz, der eine Sonnenplatz ist hier, jeweils eine Hochdrucklampe und eine Mischlampe verbauen, ne, für die optimale Wärme- und UV-Beleuchtung. Aber um das Ganze hier flexibler zu gestalten, werde ich logischerweise direkt oben aus dem Kabelkanal zwei zentrale Löcher bohren und kann dann, ich sage es mal, über Affenschaukel nenne ich es mal, was man natürlich hinterher vernünftig noch verlegt, die Lampen überall flexibel hinlegen. Das Ganze einmal auf der Seite und das Ganze zwei Löcher da, dass man hier werde ich wahrscheinlich eine Verstellschiene bauen, das zeige ich euch noch, aus Aluwinkel gekantet, wo ich die Klemmlampen völlig flexibel hin und her schieben kann, wo es mir hinterher am besten passt, so wie die Deko passt. Also eigentlich nur ein paar Löcher bohren. Löcher kommen natürlich auch noch dazu. Es werden hier noch drei Düsen für die Sprühanlage verbaut. Eine wird auch noch auf der linken Seite verbaut werden, eine auf der rechten Seite und eine wird, wer sich daran erinnern kann, hinter Mangrovenbaum unten aus dem Belüftungsrohr kommen und wird von unten quasi das ganze Wurzelwerk bewässern. Ich hoffe, dass die drei Düsen reichen. Getestet habe ich es schon. Ja, weiter geht's. So, noch eine persönliche Sache, bevor es losgeht. Also, wer an elektrischen Anlagen rumschrauben möchte, dazu zählt natürlich nicht ein Stecker in die Steckdose stecken, sondern wirklich seine Sachen selbst verdrahtet, ja, der sollte das entweder wirklich einem Fachmann überlassen oder sollte davon wirklich Ahnung haben, weil da kann man eine ganze Menge verkehrt machen. Da ist seine eigene Sicherheit, da ist die Tiersicherheit und vor allem, das ist auch eine extreme Brandgefahr, wenn man da irgendwas zusammenfärcht und irgendwas zusammenschustert, dann mag das vielleicht eine Zeit lang funktionieren, aber sollte es irgendwann mal zu einem Brand kommen oder einem Schaden kommen und irgendwann mal schaut sich das einer an und man stellt fest, dass es wirklich daran lag, dass es unsachgemäß verarbeitet ist, kann es da echt Probleme für von der Versicherung ausgeben oder womöglich auch noch viel schlimmer Menschen zu Schaden kommen. Also entweder ein Fachmann oder ja, oder man muss es wirklich können, das sachgemäße Material verwenden. Ja, das will ich nur noch mal gesagt haben. Nicht einfach so an elektrische Anlagen schrauben. So, das untere Schaltbrett für den Filter und die Sprühanlage ist fertig. Ja, ich sag mal, so einen Gesellenschein würde ich damit vielleicht nicht mehr kriegen. Ist auch schon ein paar Jahre her. Aber wir wollen mal schauen, ob das Ganze auch funktioniert, wie ich es mir gedacht habe. So, schauen wir mal.
4 Dauerspannung, jawohl, für die Sprinkleranlage oder für die Spülanlage. Und hier 2 geschaltete Steckdosen, jawohl, geht. Und hier geschaltet, geht nicht mehr. Das ist quasi Filter und Heizung. Ein und aus, funktioniert. So, jetzt habe ich hier oben erstmal alles zurechtgelegt, um mal zu schauen, wie so der Plan ist. Mal guckt, wie die Leitungslängen sind. Ja, hier drin sind die Steckdosen für den Kanal. Ja, ich denke mal, jetzt werde ich einfach mal erstmal wieder anfangen, ein paar Kabel zu verdrahten. Okay, die Zuleitung ist auf die 4 Dosen verdrahtet und die andere Leitung geht ja wieder runter zum Filter. Und hier ist noch die Leitung, die runter geht zu der Sprühanlage. Jo, jetzt stecken wir das Ganze mal zusammen. Okay, jetzt habe ich doch erstmal die Steuereinheiten hier verbaut. Hier von Solaraptor, den Humidity Control. Ja, damit, wie gesagt, kann man temperaturgesteuert was machen, zeitgesteuert und auch die Luftfeuchtigkeit. 2 Stück. Ja, der rechte Teil wird für die rechten beiden Lampen und die Sprinkleranlage sein. Und die linke Steuerung misst hier im linken Bereich und steuert die linken beiden Lampen. So, bohren wir mal ein paar Löcher. Okay, so, wir haben mal die Zuleitung in die Steckdose gesteckt, haben das erste Kabel von der LED-Lampe durchgebohrt. Das Ganze wird noch mit Elektriker-Kit versiegelt. Ja, wie man hier sehen kann, funktionieren die Computer schon. Da muss ich mir dann alles nochmal anschauen, wie man das einstellt. So, von hier oben. Hier sind noch Temperaturfühler, Luftfeuchtigkeitsfühler, genauso wie da. 2 Stück. Hier drin liegt jetzt erstmal das Ganze. Hier liegt die LED-Steuerung drin. Ja, und jetzt heißt es noch, 4 weitere Löcher bohren. Boah, Alter! Ist weggebrochen? Ja, richtig explodiert. Ist da was kaputt gegangen? Ja. Ja, ein bisschen. Also da. Okay. Alter! Das ist ja mal richtig explodiert. Die Kamera läuft.
Ja, okay. Die grobe Installation von der kompletten Beleuchtung und Steuerung ist erledigt. Klar, hinterher, wenn es eingerichtet ist, muss das alles doch justiert werden, noch hingehängt werden, wo es hingehört. Ja, aber im Großen und Ganzen habe ich es geschafft, die komplette Beleuchtung der Firma Econlox Solar Raptor zu installieren. Hier seht ihr nochmal ein Überbleibsel davon. Die ganzen Sachen hatte ich ja in meinem vorigen Video auch schon mal vorgestellt. Es ließ sich alles wunderbar installieren. Funktioniert einwandfrei. Wir schauen auch gleich mal hier drüber, wie ich das gemacht habe. Ja, wir schauen einfach unten hier, wo der Filter reinkommt. Hatte ich ja wie gesagt das Steuerungsbrett gebaut. Schaltbare zwei Steckdosen für den Teichfilter und den Heizer, damit ich das auch ordentlich reinigen kann. Den Filter mal sauber machen kann. Hier eine kleine Änderung. Ich wollte hier erst eine separate Zeitschaltuhr einbauen. Mache ich jetzt nicht. Ich habe ja die komplette Supersteuerung. Ich zeige es euch nochmal. Diese komplette Steuerung der Firma Econlox. Ja, und die steuert logischerweise natürlich auch die Luftfeuchtigkeit. Also wäre es ja blöd, hier was Einzelnes einzubauen. Die habe ich jetzt nochmal nach oben gelegt, die Leitung. Wird hier gesteuert, wird simuliert mit der Lampe. Funktioniert, alles schon ausprobiert. Schauen wir weiter. Wie ich ja sagte, hier vorne, da gucken wir uns gleich mal die Temperaturen an. Da ist ein Sonnenspot mit einer HID-Lampe und mit der Mischlichtlampe. 80 Watt, 70 Watt. Das gleiche dort oben auch. Wie gesagt, wird dann alles hinterher noch der Deko angepasst. Hier hängen überall die Luftfeuchtigkeits- und Temperatursensoren runter. Die können dann auch noch im Becken verteilt werden. Ach ja, natürlich diesmal, wie ich es sagte, habe ich nicht beide Steuereinheiten da hinten gebaut, sondern ich habe jeweils eine pro Lampenpaar hier hingebaut. Fand ich irgendwie ganz witzig. Ne? Dann habe ich einmal hier eine Steuerung und einmal da drüben eine Steuerung. Ja, schauen wir nochmal hier nach oben. Hier oben habe ich dann nochmal den Con-Control für die LED-Lampe. Da muss man nicht ganz so oft dran, aber ich habe es trotzdem offen liegen lassen. So, dann hier einmal der Blick in den Kabelkanal. Was habe ich hier? Ja, hier habe ich die Doppelsteckdosen, die von unten kommen. Alles vernünftig verdrahtet, einigermaßen verlegt. Hier liegen noch die Vorschaltgeräte der beiden Lampen, die Steuersteckdosen. Ja, eins, was mir nicht so gut gefällt, die Dinger strahlen wirklich super Wärme ab und diese Wärme hätte ich gerne, wie ich es geplant hatte, unten unterm Teich genutzt. Ich muss das nochmal abklären, ich kläre das hier nochmal mit einem E-Meister ab, ob man diese Leitung von hier, ich sage jetzt mal, bis runter wären es leider gut 5 Meter, ob ich das um 5 Meter von hier oben verlängern kann, weil die Steuereinheiten ja hier oben sind. Wenn das so ist, baue ich die unten unter den Teich und dann die Leitung lege ich dann hier hoch, wenn das machbar ist. Wenn es nicht machbar ist, muss ich mir überlegen, messe ich hier mal die Temperaturen in dem Kabelkanal, vielleicht baue ich hier noch einen Lüfter ein und drücke das nochmal ins Terrarium, weil das ist echt verschenkte Energie. Ja, genauso auch das Vorschaltgerät von der LED-Lampe, minimalst warm ist, aber warum soll man Wärme verschenken? Ja, wie gesagt, da kommt dann der Deckel drauf, staubfrei, alles ist gut. Hier sind die Sachen. Und apropos Temperaturen, schauen wir mal einfach jetzt mal grob. Wir gucken mal, was mich ein bisschen wundert, dass unter der Wärmelampe nur in einem geringeren Abstand nur 29 Grad herrscht und hier in einem viel weiteren Abstand 39 oder das Digitale misst sogar 43. Ja, das ist ein bisschen eigenartig, dass die Wärmelampe nicht die Energie hat wie die HID-Lampe. Da wäre wirklich dann zu überlegen, das Ganze dann auf 4 HID-Lampen umzustellen. Aber das kommt ganz darauf an, wie sich die Temperaturen überhaupt im Terrarium verhalten. Das sehe ich. Aber wie ich ja sagte, mich hetzt hier nichts. Ich habe mir Zeit genommen bis zum Ende des Jahres. Ich kann das Ganze bepflanzen, ich kann das Ding beheizen, ich kann es von oben bis unten testen, wo kommt welche Lampe hin. Das ist das Schöne. Ein Tier zieht erst frühestens Ende des Jahres ein. Also
Es ist sowieso noch eine Menge zu tun. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, drückt einfach auf den Like-Button, drückt auf den Abo-Button und wie ich am Anfang des Videos sagte, es wäre super nett, wenn ihr unten einfach hinschreiben würdet, ich habe abonniert, damit ich einfach mal Danke sagen kann. Würde mich sehr freuen und wir sehen uns im nächsten Video.